Chris Moylan, ich stehe hier im Schnee und gebe Interview. Als ich dazugekommen bin, war die Konzeptbreite fest. Da gab es ein Zusammenspiel von Studio Now in Berlin, die Hauptagentur, Kreativagentur, und Playmods aus Spanien, die die ganze Video- und Sound-Composition gemacht haben. Und die Ideen, die Wünsche waren relativ klar. Dann habe ich das einfach umgesetzt auf beste Weg mit PRG als Partner. Und daraus ist diese Show entstanden. Wir haben dieses Jahr alles anders gemacht als letztes Jahr. Man muss sich ja jedes Jahr irgendwie neu erfinden. Und durch die Kooperation mit den Playmodes wollten wir auch da einfach mal einfach was anderes machen. Chris ist ein super Lichtdesigner. Wir versuchen aber auch da so ein bisschen eine Variation reinzubringen, um einfach andere Bilder zu generieren. Und da haben wir einfach ein bisschen frischen Wind gebraucht, einen frischen Wind reingebracht. Und die Kombination aus Playmodes und Chris ist, wie man sieht, ist perfekt. Also die haben es echt geschafft, mit den Towern und den LED-Sticks da eine Einheit zu schaffen. Der Zauber dieses Ortes ist natürlich, wenn der Schnee da liegt und es glitzert alles. Das ist ja so ein bisschen die Message von Swarovski. Es ist natürlich auch super, so einen Kunden zu haben, der sich überhaupt auf sowas einlässt, so eine Show hier zu fahren und 4 Wochen lang seinen Gästen hier das zu bieten. Das ist für uns als Agentur natürlich extrem dankbar, so einen Kunden zu haben, der sich auf sowas einlässt und auch bereit ist, den Schritt mit uns zu gehen und so ein bisschen out of the box zu denken. Weil es so kalt hier ist und outdoor ist und so lange Zeit laufen soll, das Planung war relativ schwierig. Das ist, wir haben große Türme hier, 8 Stück, herum um den Showbereich gestellt. Die sind komplett mit wasserfesten Outdoor-Lampen ausgestattet. Die Proteus Hybrid, was ein sehr bekannten Outdoor-Lampen jetzt ist in der Industrie, die ist ein echter Arbeitstier. Wir haben hier trotz schlechter Bedingungen kaum Ausfälle, das ist richtig gut. Und das ist, glaube ich, das war die große Herausforderung, dass PRG diese Türme überhaupt gebaut gekriegt haben in diese Wiese, wo eigentlich kein Turm gehört. Das war echt eine harte Nummer. Die waren eine gute Woche am Arbeiten, haben einen super Job gemacht. Regen und Schnee und kalter Wind und das ist echt schwere Bedingungen für uns und für den Equipment und für den Team. Das ist nicht einfach gewesen. Die Swarovskis legen viel Wert auf Interaktionen. Da gibt es hier viele Stationen, wo man irgendwas druckt oder irgendwas anfasst. Und da passiert dann eine kleine Show, ein kleiner Soundeffekt. Es gibt innen drin, in den Wunderkammer, was auch normal von Swarovski mit richtig schöner Kunst ausgestattet ist. Da gibt es auch von uns eine richtig tolle Installation. Was ich richtig cool finde, ist mein Favorit hier mit einem Winnie-Uden-Pyramid in den Kristall, in den Spiegeldom. Und das ist sehr, sehr dankbar. Hat echt viel Spaß gemacht, das zu programmieren. Ich dachte mir, also als Kristallelement ist diese Winnie-Uden-Pyramid perfekt. Wir dürfen da leider kein Haze nutzen, aber das ist trotzdem hell genug und macht eine super Selbstwirkung. Also eigentlich alles, was man in diese Kristallhalle packt, sieht super aus, aber die ist besonders passend, finde ich, für den Raum. Und ja, wir haben ein schönes Soundtrack von Playmods bekommen, dazu programmiert, und ich finde es klasse. Der Konzept der Cloud Show ist eigentlich ein Orchestra von Licht. Man hat den Playmods einen sehr komplexen Soundtrack geschrieben, wo einzelne Instrumente aufgenommen wird von den Sticks, manchmal von dem Licht, manchmal von anderen Elementen. Die Playmods haben die ganzen LED-Sticks und auch ein paar anderen LED-Produkte gemappt und gesteuert. Das wird alles durch den Pult gejagt und gemerged mit, was wir machen. Das heißt, ich kontrolliere manchmal die Lampen, manchmal mag Playmods die mit dem Mapping. Und dafür ist Sebastian Schroff von PRG hier, ein recht sehr, sehr erfahrener Netzwerktechniker, hat das alles auf die Beine gebracht und es läuft sehr gut. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir dieses Jahr ein bisschen weniger Lichttechnik, dafür ein bisschen mehr Video- und Pixel-Mapping-Geschichten mit den sogenannten SGM LT200 LED-Sticks. Diese laufen über einen Video-Content-Server, angesteuert über M-Box. Diese werden getriggert von MIDI-Signalen und einem Timecode-Signal. Die besondere Herausforderung dieses Jahr mit unseren Towern war, die Witterung hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Genau zum Bauzeitenbeginn ist hier der Winter eingebrochen. Das heißt, wir hatten besondere Bedingungen beim Transport der fast 2 Tonnen Ballastierung, die wir pro Tower benötigen, um Sicherheit zu gewährleisten, dass diese bei Wind und Wetter nicht umstürzen. Zusätzlich zum Video-Mapping-System haben wir ein Grandma 2-System hier laufen für ca. 20 DMX-Universen. Damit steuern wir den Elation ProTOIS Hybrid an, eine wasserdichte Outdoor-Lampe als Beam. Wir haben 60 Stück davon verbaut an 8 Towern, jeweils 7 Stück an einem Tower. Diese bilden quasi ein zentrales Objekt außerhalb der Lichtshow an der Kristallwolke. Zusätzlich haben wir noch ca. 260 Tour-LED-LEDs im ganzen Park verteilt, um den Park zu illuminieren, um gewisse Akzente zu setzen. Netzwerktechnisch haben wir uns hier auf die Infrastruktur vom Park mit aufgeschaltet, um einfach Kabelwege und Material zu sparen, um auch
schöner Kabel zu verlegen. Und das ist eine besondere Herausforderung, weil man hier relativ gut aufpassen muss, dass man die Infrastruktur vom Park nicht abschaltet oder beschädigt. Über unser Netzwerk läuft das MA-Net. Wir haben einen Streaming-ACN-Stream, um die Pixel-Sticks anzusteuern aus dem Videokondenser. Zusätzlich transportieren wir mehrere Dante-Streams, um die Tonanlage, die zusätzlich aufgebaut wurde, zu versorgen. Zum Thema Sound haben wir hier unten an der Kristallwolke eine zusätzliche PA aufgebaut, weil die fest installierte Anlage vom Haus nicht ausreicht, um die gewünschte Lautstärke und Soundqualität zu erreichen. Hier haben wir ein kleines Nexo Line Array System mit jeweils 3 Bässen pro Seite und 6 Top-Teile. Der Riese dieses Mal hat ein Audio Interaction, das heißt, da gibt es ein Mikrofon da vorne, da kann man reinsingen, schreien und es wird in musikalische Instrumente umgewandelt, das hat auch Playmonds programmiert. Und dann gibt es eine Reaktion, dass die LED und die Lichter zusammen mitspielt. Manchmal singt der Riesen zurück. Ansonsten haben wir ihn schön geleuchtet, bisschen geschmückt und auch den Park hinten haben wir ein bisschen was gemacht. Aber diesmal ist definitiv der Fokus auf diese Cloud und den Show, was hier stattfindet. Ich finde Outdoor-Shows immer anreizend, weil man arbeitet über große Distanzen mit großen Elementen, Beams, die in lange Wege gehen. Wenn man drin ist, ist es eine komplett andere Show, als wenn man hier drüben steht, weil der Fernwirkung der Beams hat hier eine ganz andere Macht, als wenn man drin steht und dann hat dann umherum LEDs und Attacken und verschiedene Effekte. Das ist eine sehr vielfältige Show auf jeden Fall. Proteus ist Wahnsinn, also wie immer, die halt durch. Also auch in die schlechteste Wetterkondition wie jetzt ist einfach zuverlässig und sehr hell. Kann ich nur empfehlen.